Mit meiner Interviewreihe und ich habe heute wieder einen extrem coolen Interviewpartner, nämlich den Rainer von Massenbach. Hi Rainer, ich mache das immer so, dass mein Interviewpartner die kurze Vorstellung übernimmt. Also stelle ich einfach mal meinen Lesern und Zuschauern vor. Hi Laura, hallo an alle Zuschauer und Zuhörer da draußen. Also ich bin der Rainer von Massenbach. 33 Jahre alt, jung und ich bin der Gründer von Webinaris und Smoovio. Also wir kümmern uns hauptsächlich um das Thema Videotechnologie und automatisierte Webinare. Das ist soweit so ein bisschen was zu mir. Ja, cool. Also Webinaris dürften, denke ich, so fast alle Online-Marketing-Begeisterten kennen. Ich selber nutze es ja auch sehr, sehr gerne. Dazu aber später noch mehr. Was mich jetzt interessieren würde, womit genau verdienst du denn dein Geld im Internet? Ist es jetzt nur durch die Mitgliedschaften von Webinaris oder betreibst du noch einen Blog? Hast du eigene Produkte? Betreibst du einen Newsletter? Betreibst du Affiliate-Marketing? Oder ist es eine Kombi aus allem? Ich bin eigentlich auf vielen Hochzeiten zu Hause, aber sagen wir es mal so, das, wo die Leute am meisten von mir sehen, damit verdiene ich eigentlich kein Geld. Also ich sag mal, Webinaris und Software ist so mein Passion-Projekt. Also alles, was ich quasi mit Webinaris einnehme, wird wieder reinvestiert und geht in die Entwicklung. Also da fließt noch nichts. Ich sag mal, da habe ich das große Ziel, einfach mal ein riesengroßes Unternehmen aufzubauen und möglichst alles investieren. Das ist so da meine Vision. Und Geld verdiene ich klassisch eigentlich mit Infoprodukten. Das ist so das, womit alles begann und das ist auch das, was mir meine Brötchen täglich so. Okay, also hast du damals auch direkt damit angefangen, eigene Produkte zu erstellen und bist nicht erst, ich sag mal, die Schleife über Affiliate-Marketing gegangen? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich schon immer Software entwickeln. Das war so mein eigenes Ding, wo ich drauf Bock hatte. Aber es war kein Geld da oder nicht in dem Maße, dass ich sage Softwareentwicklung, weil da muss man doch mal ein paar hundert Blatt in die Hand nehmen, dass da was vorwärts geht. Das heißt, mein eigentliches Ding war Software, wo ich hin wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, wir brauchen Geld, um Software zu entwickeln. Was machen wir da? Okay, lass uns ein Infoprodukt machen. Habe damals einen Report von Olli Pott gelesen und der hat gesagt, schreib einen Report und verkauf ihn. Und so, es war letztendlich der Beginn von dem Ganzen. Und da ist mittlerweile in Infogeschäften ein großes draus entstanden, aber es war eigentlich nicht so geplant. Und ja, cool. Und in welcher Nische tummelst du dich da bei deinen Infoprodukten? Das ist hauptsächlich zum Thema Kontakte machen, also für Offline-Vertriebler, wie die rausgehen, wie man Leute anspricht, wie man Menschen kontaktet und Beziehungen aufbaut. Also hauptsächlich für Handelsvertreter, Vertriebler, also ein klares Offline-Produkt eigentlich. Okay, und du warst ja wahrscheinlich nicht immer im Online-Marketing tätig. Was hast denn du gelernt und was hast du vorher gemacht? Ja, gelernt habe ich eigentlich nichts. Also ich habe Abitur gemacht und für mich war immer schon klar, ich will Unternehmer werden. Habe mich quasi nach dem Abitur selbstständig gemacht im Versicherungsvertrieb und habe von Tür zu Tür und habe Versicherungen verkauft. War eine harte Zeit, aber war im Prinzip die lehrreichste Zeit in meinem Leben. Und also ich hatte mit Online auch überhaupt nichts am Hut. Für mich war wirklich Versicherungsvertrieb fertig. Ich habe einfach gesagt, habe ich keine Lust mehr drauf. Es war nicht mehr so meine Welt. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Ich will Software machen, kein Geld da. Dann für 49 Euro Olli Potts Report gekauft. Und da habe ich einfach eins zu eins die Anleitung durchgegangen, habe über das Kontakte machen ein Buch geschrieben oder einen Report, den verkauft und ja, das war auch das einzige Infoprodukt, das ich je in meinem Leben gekauft habe. 49 Euro, Dr. Oliver Pott. Krass. Ja, das ist krass. Also man merkt gerade so, die Online-Marketer, die schon länger im Business sind, sind eigentlich meistens durch Olli Pott zu dem Business gekommen. Ne? Ich muss sagen, er war unser Vater. Damit ging es los. Er ist der Größte. Ich muss auch sagen, ich habe ihm alles zu verdanken, weil ja, das waren die Basics und ich muss auch mal schmunzeln, damals, ich meine heute, die Leute, die heute ins Internetmarketing starten, was die für Möglichkeiten haben, ich sage jetzt mit Digistore und Leadpages, das gab es ja alles damals nicht, wir haben uns noch ganz anders zu helfen gemusst und es ging, also. Ja, also ich bin auch verdammt froh, dass ich mich mit der Technik gar nicht mehr so auseinandersetzen musste. Wenn Ralf manchmal erzählt, wie der noch seine Webseiten gebaut hat, ich glaube, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr dabei. Gerade mit Frauen, da haben wir, wenn du mal mit so einer Data-Backer-CD-ROM hantiert hättest, ja. Nee, ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich den Spaß ganz schnell daran verloren. Also Leadpages und diese ganzen Tools, die machen es wirklich auch für Technik-Ortos wie mich echt einfach.
Ja, und wie lange hast du dann gebraucht, um von deinen Einnahmen im Internet leben zu können? Hast du so einen groben Zeitrahmen, wo du sagst, okay, da ist es dann auch realistisch für Anfänger, dann wirklich was zu verdienen im Internet? Was ich meine, was heißt können? Ich habe müssen, weil ich keine anderen Einkommen hatte. Also deswegen 2 Monate. Okay, also ging es recht schnell bei dir. Ja, ich habe halt gelernt, sagen wir so, oder das war das, was ich in der Versicherung gelernt habe, du musst alles anquatschen, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. So, und das heißt, ich habe halt immer gelernt, Vollgas. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen uns selbstständig mit der Geschichte, mit dem Report. Und wir haben, ich sage mal, wir haben geackert wie die Hafennutten. Wir haben einfach richtig rangekeult. Und dann war es das auch letztendlich. So, und das sehe ich halt auch heute, wenn sich viele im Internetmarketing da was machen wollen. Die sind immer, oh ja, ich will mit Paid Ads und so weiter alles machen. Und ich denke, das kannte ich früher in der Form nicht. Ich habe so eine Meinung, die heißt, wenn ich Geld habe, kann ich Geld investieren. Wenn ich kein Geld habe, kann ich es nicht investieren. Also muss ich am Anfang Zeit tauschen und nicht Geld. So sind viele Anfänger, die sagen, oh, ich habe hier 300 Euro Budget, möchte jetzt mit Facebook irgendwas machen. Das funktioniert halt einfach nicht. Und ich habe am Anfang alle meine E-Books händisch verkauft. Ich bin da so hergegangen und wir haben eine Landingpage aufgesetzt, wo das Dingens da für 30 Euro oder was es gekostet hat, drauf war. Und sind im Xing hergegangen und haben jeden Tag 100 Menschen angeschrieben, im Facebook, händisch, angerufen. Ich habe Leute angerufen, gesagt, kauf mal mein Report, ist neu da. Krass. Das heißt, meine ersten 10.000 Euro haben wir mit Labern und mit Menschen kommunizieren, mit händischer Arbeit verdient. Und deswegen muss ich immer so schmunzeln, wenn viele sagen, das klappt nicht mit den Paid Ads und so weiter. Das kam bei mir auch wesentlich später erst. Und ich sag mal, 10.000 Euro kann man immer mit Hände Arbeit verdienen. Ja, das stimmt. Also man sieht wirklich immer wieder, dass der Erfolg wirklich nur mit viel Fleiß und Ehrgeiz kommt und Durchhaltevermögen und dass man halt erstmal wirklich ranklotzen muss, um erfolgreich zu werden. Ne? Ja. Was war denn auf deinem Weg zum Erfolg der größte Stolperstein? Du hast ja gesagt, bei dir ging es relativ schnell. Gab es da trotzdem so ein paar Steine, die dir im Weg lagen? Falschen Mitarbeiter. Also das war häufig, gerade weil ich ja immer, also wir haben jedes Geld, das wir halt eingenommen haben, auch im Bereich Softwareentwicklung reingesteckt, weil wir da weiterkommen wollten. Und ich habe bestimmt 4 Plattformen in Sand gesetzt, einfach weil ich die falschen Leute hatte. Okay. Also das war wirklich so mein größter Stolperstein oder viel, ja, irgendwo so nach 30.000 Euro mal wieder festgestellt, scheiße, die Software ist falsch, das Team, das es baut, hat es nicht drauf. Also das waren so die größten Hürden oder Brecher. Sagen wir so, ich habe durch meine Versicherungskarriere, da habe ich schon meine größten Stolpersteine gehabt. Also die habe ich nicht im Internetmarketing mehr erleben müssen. Also ich war auch mit 70.000 Schulden hinten. Ich war pleite, ich war total im Arsch. Aber das habe ich schon in meiner Selbstständigkeit in der Versicherungszeit alles durch. Also die größten Learnings, so, wie ich mit Geld umgehen muss, was es bedeutet, ein Unternehmer zu sein, die habe ich dort eigentlich gelernt. Drum im Internet war einfach sauberes Abarbeiten. Da kann ich mich nicht beklagen. Okay, und wie viele feste Angestellte hast du oder setzt du eher auf Freelancer? Ich setze auf Freelancer. Also wir haben, klar, in der Entwicklung, wir haben jetzt vielleicht vier, fünf feste Leute in allen meinen Firmen. Aber das meiste mache ich immer über Freelancer. Also bevor ich hergehe und zum Beispiel, was ich oft mache, ist, zum Beispiel gerade für die Softwareentwicklung habe ich eine eigene Softwareentwicklungsfirma gegründet. Dort sind dann wieder Festangestellte, aber ich source selber auch an eigene Unternehmen aus. Also ist ein bisschen manchmal querbeet, aber ich schaue schon, dass ich möglichst viel an Freiberufler. Ich merke halt einfach auch, mit Freiberufler lässt sich es anders arbeiten als mit Festangestellten. Für mich persönlich liegt wahrscheinlich auch in meiner Versicherungszeit, weil ich dort auch hauptsächlich mit Freiberuflern gearbeitet habe und ich kann halt Freiberufler grundsätzlich besser führen und motivieren, weil ich halt selber auch so denke, die wollen Geld haben für den Auftrag, wollen ihn möglichst schnell abarbeiten und deswegen ist es irgendwie eine andere Art zu arbeiten. Ja, wahrscheinlich ist da die Motivation dann auch ein bisschen größer als bei einem Festangestellten, der sowieso fix immer sein Geld auf dem Konto hat jeden Monat, ne? Ja, ich sag nicht, das ist natürlich, ist auch gut, aber ich habe nicht das Händchen dafür. Für mich ist halt mehr mit Freelancern kann ich immer besser arbeiten. Drum, ich habe einen festen Kern. Das sind so enge Vertraute, die auch guten Einblick haben, aber alles andere, so Kleinigkeiten. Ich sag mal, die kleinen Bausteine gebe ich ab und die Leute, die diese Bausteine zusammenführen, die habe ich fest im Team.
Okay. Ja, und was denkst du, ist der größte Fehler, den die meisten Online-Marketing-Anfänger machen? Zu viel nachdenken. Also es ist immer, ich bin absoluter Macher und manchmal denke ich vielleicht zu wenig nach. Ich mache einfach, probiere und wenn es funktioniert, mache ich weiter. Und viele planen halt bis ins Detail und planen jeden Scheiß durch bis zum Ende und das ist halt immer das, was nicht funktioniert. Und die ist so lustig, wenn ich teilweise Leute auf irgendwelchen Konferenzen treffe und ich sehe die ein halbes Jahr später und die sagen immer, ja, boah, jetzt habe ich schon langsam ein Produkt gefunden, was ich machen will. Und denken wir mal, oh, Kopf hat mal in die Pötte. Erst machen und dann nachdenken. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich war auch immer so ein Grübler und Skeptiker. Und da hat Ralf dann irgendwann gesagt, ey Laura, jetzt fang einfach mal an, mach den Kurs jetzt, ohne nachzudenken, ohne zu fragen, arbeite einfach die Videos ab. Und das war eigentlich auch so rückblickend einer der besten Tipps, weil sonst hätte ich auch alles hinterfragt, wieso mache ich jetzt das und wieso muss ich das machen und so weiter. Und da habe ich aber einfach mal gemacht. Und wie man sieht, hat es dann auch gefruchtet. Und das erlebe ich halt auch ganz, ganz oft bei meinen Lesern, dass sie mir Fragen stellen, soll ich das jetzt wirklich machen? Soll ich jetzt wirklich den Kurs kaufen und den umsetzen? Ich denke mir, irgendwo muss immer mal ein Anfang sein und am einfachsten ist es wirklich mit so einem Videokurs. Da haben wir ja wirklich heute den Vorteil, dass wir das alles Schritt für Schritt gezeigt bekommen haben. Nicht so wie du damals, der sich vielleicht alles selber zusammenbasteln musste. Ja, jetzt scheitern aber auch ganz, ganz viele Online-Marketing-Anfänger am Traffic. Was ist denn deine heißeste Traffic-Quelle? Dein Mund. Einfach mit Menschen zu, klar, das ist halt immer, wie gesagt, das liegt daran, weil ich woanders herkomme. Die Leute versuchen halt, wie gesagt, alles auf Traffic einkaufen und. Und ich finde, das ist trotzdem die hohe Kunst und die hohe Liga. Ich finde halt am Anfang gerade durch Fleiß und Arbeit geht halt relativ viel. Und außer ich habe Geld und ich bin Investor und kann hergehen und viel Geld reinstecken. Aber das haben halt die meisten nicht. Und auch heute, meine heißeste Traffic-Quelle sind die Kooperationen, die ich mache und nicht die Facebook-Ads. Das ist genau das Gleiche. Wenn ich mir Webinare anschaue, klar, kaufe ich auch Traffic ein und wir sind da recht gut drin, aber das meiste kommt, weil ich mit Menschen rede, Kooperationen schließe, mir Affiliates aufbaue und das passiert wie das händische Arbeit, weil ich mich mit Leuten mit Blogs angeschrieben habe, weil ich Freundschaften aufgebaut habe und. Und das auch nicht, wenn ich jetzt mal hergehe, einen Blog anschreibe, sage, hey, Alter, hast du mal Bock für mich Werbung zu machen? Funktioniert das auch nicht. Das ist halt auch ein Vorgehen, dass man dann zum Beispiel einen Blogbetreiber, dass man den kennenlernt, dass man vielleicht den erstmal nicht irgendwie plump anschreibt, sondern erstmal eine Beziehung aufbaut, sich auf einem Social Event kennenlernen und. Erstmal eine Beziehung aufbauen und dann halt ein Business draus machen. Und ich meine, vielleicht bin ich da wirklich einer, der in der Szene anders denkt jetzt als die Masse oder wahrscheinlich, wenn du mit anderen sprichst, die werden da ganz andere Dinge erzählen, aber das ist halt so mein Weg, dass ich immer sage, es geht zuerst über die Beziehung und dann ergibt sich ein Geschäft daraus. Ja, ich denke auch, wenn man auf einem Event jemanden anquatscht, ist es auch dann viel, viel leichter, dann am Ende sein Produkt zu verkaufen oder den dazu zu bewegen, dass er Werbung macht, ne? Es ist wesentlich, wesentlich größer und es ist, ich sag mal, ich kann gar nicht so viel, die wirklich großen Traffic-Quellen, die kann ich mir gar nicht einkaufen, sondern es ist wahnsinnig entscheidend, dort gute Partner zu haben. Allein zum Beispiel Webinare, dass Leute in ihren Produkten Webinare empfehlen. Sowas ist wesentlich mehr wert, als dass ich eine schöne Paid-Ad irgendwo schalte oder sowas. So vom Verhältnis, vom Gesamttraffic. Die grundsätzliche Idee, und das ist halt, was ich da sagen kann, niemals auf einem Pferd setzen. Und das ist auch meine größte geschäftliche Intention, meine größte Idee überhaupt im Leben, niemals auf eine Sache setzen. Weil meistens dann, wenn du nur noch ein Streichholz hast, und genau dann, wenn du es brauchst, kannst du davon ausgehen, dass es abkackt oder dass es nicht funktioniert. Und ich setze halt möglichst drauf, dass ich immer irgendwie 20, 30, 40 Quellen habe und somit nie abhängig bin von einer Geschichte. Und meistens laufen dann alle richtig gut. Okay, cool, danke für den Tipp. Wie stehst denn du zum Thema Outsourcing, ist normalerweise meine nächste Frage. Jetzt würde mich mal interessieren, würdest du auch Anfängern empfehlen, outzusourcen oder sagst du, nee, die müssen erstmal alles selber durchmachen und dann können sie anfangen, outzusourcen? Ich würde erst, ist immer die Frage, auf welchem Niveau redest du? Heute als Unternehmer gehe ich natürlich her und fange an, sofort outzusourcen, aber für einen Anfänger ganz klar alles selber machen. Ich würde es einfach tun, weil ich finde, das gehört dazu. Man muss sein Business kennen und
Ich habe alle Dinge durch, also vom Kundensupport bis, weiß ich nicht, bis Datenbankeingabe. Also ich habe wirklich alles selber gemacht. Und ich würde es auch weiterhin so halten, weil nur so lernst du dein Unternehmen richtig kennen. Und am Ende, ist eine Katze? Nee, ein Hund. Klingt wie ein Hund. Mein Hund! Komischerweise so bellt er den ganzen Tag nicht, aber immer, wenn ich ein Interview halte. Ja, das ist cool, der will auch mit dir. Genau, also Outsourcing, wie gesagt, ich würde einfach, das ist wieder, die Leute beschäftigen sich mit so viel Zeug, was sie einfach nichts angeht am Anfang. Ich sage immer, und das ist so meine Meinung, verdien 10.000 Euro mit erstmal selber, und wenn du 10.000 Euro verdient hast, dann kannst du dich um andere Gedanken kümmern. Mhm. Also die Leute, die ja, verdienen alle noch kein Geld und machen sich um so viele Sachen Gedanken, die sie einfach nichts angehen. Und sage ich, so würde ich persönlich vorgehen. Und ich habe auch die 4-Stunden-Woche von Timothy Ferris, war mein wertvollstes Buch im Leben. Und um ehrlich zu sein, ich habe, das war auch im Prinzip so die Idee, nach der Versicherungszeit habe ich dieses Buch gelesen und habe gesagt, okay, wir müssen im Internet ein Geschäft aufbauen, und so bin ich auch auf Olli Pott gekommen. Und letztendlich habe ich mein ganzes Buch so strukturiert, wie Timothy Ferris es vorgegeben hat. Aber halt am Anfang erstmal selber, wenn ich es gut gemacht habe, dann habe ich es abgegeben und Partner gesucht. Ja, ich denke, das ist auch ganz gut, dass man dann halt auch selber weiß, mit wie viel Aufwand gewisse Sachen verbunden sind, weil dann kann man die Aufgaben auch viel besser koordinieren und erklären, ne? Weil wenn man selber keine Ahnung davon hat, kommt vielleicht am Ende ein ganz anderes Ergebnis aus, als was man eigentlich gerne gehabt hätte. Wie stehst du zum Thema Social Media? Es gibt ja Leute, die sagen, boah, ich hasse Facebook, ich will mich da niemals anmelden. Bist du der Meinung, ist es notwendig für ein Business, für ein Online-Business, oder klappt es auch ohne? Ich glaube, ich würde sagen, ich bin das saubere Mittelding. Also, weil, also ich verstehe die Gegner überhaupt nicht, weil ich einfach sage, wir leben in einer gewissen Zeit, und zu jeder Zeit gehören gewisse Dinge mit dazu. Und wenn jetzt da jemand hergesagt hat, oh, ich melde mich nie auf Facebook an, das ist für mich irgendwie so eine Protest- und Trotzreaktion. Ich finde es aber nicht zeitgemäß in der heutigen Zeit. Ich finde aber auch, oder ich bin niemand, der sein Privatleben nach außen trägt, wenn mir das auf den Sack geht. Also ich nutze auch aktuell nicht Snapchat. Ich auch nicht. Endlich mal einer, der auch nicht so der Snapchat-Freund ist. Du kannst zum Beispiel sein, dass das irgendwann mal kommt und am Ende heißt, oh, ich habe hier Mist geredet. Also bei aktuellem Stand empfinde ich es für mich als nicht cool, weil ich, also ich glaube, die größte Hürde war für mich wieder irgendwann zu lernen, möglichst weniger zu tun, weil ich halt eben ein totaler Selbermacher bin, möglichst viel dann wieder abzugeben, loszulassen und nicht komplett auch nicht mehr in die E-Mails reinzugucken und. Das war alles immer eine größte Herausforderung. Und ich würde mir nicht nochmal einen zweiten Klotz jetzt ans Bein hängen. Ding. Außerdem bin ich kein so ein in der Form Selbstdarsteller, dass ich halt irgendwie Bock drauf habe, jeden Tag den Leuten irgendwie hier mein Leben, mein Auto, das bin nicht ich. Und deswegen bin ich auch, ich bin nicht extrovertiert genug, um in diesem Medium Ding. Ich glaube, für so ein Guru-Business, wenn sich jemand so als Held darstellt und das auch verkauft, so, ich zeige dir, wie du im Internet Geld verdienst und hier und da, wenn es das Businessmodell ist, halte ich schon für sehr wichtig. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass die Leute für sich erkennen, was ist mein Businessmodell und was wollen die Leute von mir? Und wenn ich der Guru bin und sage, ich zeige richtig, wie du verschissene Unterhosen auswäschst, entschuldige, und dann muss ich das darstellen und dann muss ich das immer wieder zeigen und dann ist es passt perfekt. Wenn ich aber jetzt irgendwie weiß ich nicht, oder ein Infoprodukt zum Auto reparieren habe, dann ist es schon cool, wenn ich viel auch in meiner Autowerkstatt zeige. Und so finde ich immer, es soll einfach zu dir passen, zu deinem Geschäft, und das ist das Entscheidende, um was es geht. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich bin auch bei Facebook vertreten und ich bin auch der Meinung, man sollte als Unternehmen da heute auf jeden Fall vertreten sein, weil es einfach dazugehört. Aber ich poste jetzt auch nicht jeden Tag mein Mittagessen. Ich mache das mal, also jetzt nicht unbedingt mein Essen, dass ich mal ein privates Bild poste, aber immer nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also das kann man ja alles ganz schön selber entscheiden. Und ja, Snapchat ist der neueste Hype. Machen ja auch viele. Ich persönlich bin jetzt auch nicht so der Mensch, der gerne Videos von sich selber dreht und anguckt vor allen Dingen. Deswegen habe ich da jetzt bisher noch nicht mitgemacht. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja doch irgendwann und wir werden doch zu Selbstdarstellern. Könnte alles ändern und tun. Ich
bin froh, wenn ich mich wieder mal weniger Leute kenne oder wenn nicht mehr so viel. Durch das erste Infobusiness ist recht viel Trubel entstanden oder weil ich halt sehr viel bühnenpräsent war und ich finde es manchmal auch schicker, lieber aus dem Hintergrund zu agieren. Aber wie gesagt, es muss zu deinem Geschäft passen und wer weiß. Wichtig ist, und das möchte ich dazu sagen, flexibel zu sein. Ich schaue mir alles an und ich beobachte auch. Aber ich finde, man sollte sich halt nicht gegen irgendwas sperren oder da, weißt du, sondern einfach immer beobachten, was braucht man im Moment und was ist gut. Ja, das stimmt. Das Ding ist ja auch, viele Anfänger machen ja auch den Fehler, dass sie wirklich auf jeden neuen Zug mit aufspringen wollen, jeden neuesten Trend und Schrei mitmachen wollen und sich dann auch wieder verzetteln. Ja? Ich denke, man sollte erstmal so die Hauptsachen, die man sich vorgenommen hat, sehr gut beherrschen, bevor man dann wirklich jeden neuen Trend mitmacht. Und ich habe mir damals auch gesagt, ich möchte mich hauptsächlich auf das E-Mail-Marketing und Blogging fokussieren. Und das klappt bei mir mittlerweile sehr, sehr gut. Und jetzt möchte ich mich mehr mit dem Thema Paid Ads beschäftigen. Ja? Man muss halt wirklich immer gucken, worauf möchte ich den Fokus legen. Und das schafft man halt eben nur, wenn man nicht jeden neuen Trend mitmacht, meiner Meinung nach. Ja, 100%. Ja, dann würde mich noch interessieren, was ist denn für dich persönlich der größte Vorteil an deinem Online-Business? Vorteil. Das ist immer so interessant, das sind so Fragen, weißt du, wenn das alles, bin jetzt auch im Online-Marketing seit 8 Jahren in der Branche, wenn das alles so selbstverständlich ist, so, ja, wie soll ich sagen, Vorteil, das ist geil. Also da gibt es keinen Vorteil oder Nachteil, ich möchte nichts anderes machen, sagen wir es mal so. Also was gibt Schöneres, als von seinem Laptop aus zu arbeiten und. Es ist zwar interessanterweise, dass der Irrglaube oder die meisten sagen, oh, ich will zu Hause ausarbeiten. Das ist für viele so der größte Wunschcharakter. Und das ist zum Beispiel auch was, das muss man mal gemacht haben und die meisten erkennen, dass das total scheiße ist oder dass das überhaupt nicht gut für einen selber ist. Du bist gerade in einem Büro, oder? Genau, weil ich zum Beispiel, ich habe am Anfang, wo ich mit der Versicherung aufgehört habe, habe ich mir erstmal 3 Monate Auszeit genommen, habe ein bisschen um die Welt gereist und alles angeguckt und dann habe ich angefangen, habe ich von zu Hause aus angefangen und irgendwann nach 3 Monaten zu Hause, ich sage, oh, ich muss hier raus, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich fand es grauenhaft, ich fand zu Hause oder ich persönlich bin immer so versandelt. Also ich habe dann gemerkt, so duschen in der Früh, ja nee, hocken wir uns erstmal einen Laptop, ein bisschen gucken, ein bisschen machen und irgendwann ist 5 Uhr abends, ah ja stimmt, ich habe keinen Rhythmus mehr gehabt. Und das finde ich zum Beispiel sehr geil, wenn ich morgens der Wecker läutet, ich stehe auf, ich sitze im Auto, ich fahre, ich brauche ein bisschen so Routinen oder irgendwie muss rauskommen. Im Büro arbeite ich mein Zeug runter und abends komme ich heim und da weiß ich, okay, jetzt ist auch Feierabend. Die Routinen sind mir eigentlich wesentlich mehr wert, als, darum sage ich, dieses Zuhause-Arbeiten klingt geil, aber am Ende für mich war es nicht das Richtige. Das Schöne ist doch immer, die Flexibilität zu haben, wenn ich heute keinen Bock habe, dass ich halt dann nicht ins Büro gehe. Oder wo ich jetzt mal, meine längste Reise war mal 5 Wochen, wo ich sage, okay, ich bin 5 Wochen raus, kein Problem, Laptop ist mit dabei. Ja. Also darum geht's, aber am Ende sehne ich mich nach den 5 Wochen doch wieder nach meinem Bürostuhl und will hier sitzen und mein Zeug im Büro machen. Ja, ich denke, das ist ganz unterschiedlich. Ich zum Beispiel genieße es total, von zu Hause zu arbeiten. Der Rainer hatte heute Morgen auch gefragt, ob wir eher anfangen können. Das ging dann leider nicht, weil ich noch meinen Schlafanzug anhatte und ich mich noch anziehen musste. Das ist dann der Vorteil, wenn man morgens ins Büro fährt, dann ist man für solche Fälle gewappnet. Ich persönlich mag es total, von zu Hause zu arbeiten, ist mir aber auch nicht so leicht gefallen am Anfang, weil ich auch erstmal mich zu organisieren lernen musste, ja, und erstmal wissen musste, was machst du denn jetzt überhaupt und wie sieht dein Tagesablauf aus. Mittlerweile habe ich ja auch den Hund, den du eben gehört hast, der zwingt mich dann dazu, mich auch mittags anzuziehen, weil sonst ging es mir nämlich auch so, dass ich bis abends im Schlafanzug gesessen habe, mich geduscht habe und Schlafanzug wieder angezogen hat. Fand mein Freund auch sehr toll. Der hat dann irgendwann auch gesagt, so, ey, zieh dir nochmal was anderes an, ich sehe dich nur noch im Schlafanzug. Ja, aber seitdem ich den Hund habe, geht es. Aber ich denke, da muss jeder so für sich herausfinden, wie kann ich am besten arbeiten, was macht mir Spaß, muss ich ein bisschen unter Leute sein oder bin ich gerne allein mit mir zu Hause und mache die ganze Arbeit mit mir aus. Ja, gibt es für dich denn auch irgendeinen Nachteil am Online-Business? Man hört eigentlich von allen immer nur, oh, voll geil, aber keiner sagt irgendwie so richtig,
ob es da was Negatives gibt. Hey, wollen wir alles schön reden oder soll ich das sagen? Ein ganz klarer Nachteil, muss ich schon sagen, ist die Abhängigkeit. Und ich merke, es gibt im Leben immer nur zwei Seiten. Es gibt nicht nur gut, weißt du? Und alles, es gibt für alles eine Gegenseite und die zeigt sich dann so oft. Und für mich ist es quasi dieser größte Vorteil, nämlich dadurch, dass du quasi überall in der Welt aus arbeiten kannst, ist auch dein größter Nachteil. Du musst nämlich überall von der Welt aus arbeiten. Und das heißt, ich habe auch 7 Jahre gebraucht, bis ich mir irgendwann mich getraut habe, mal länger als 3 Stunden nicht in meinen Laptop reinzuschauen. Und das ist auch ziemlich so fürs persönliche Wohlbefinden ist es schon gut, wenn man einfach mal auch Urlaub hat und 2 Wochen nichts tut. Und ich habe noch keinen Internetmarket erlebt, der es schafft, 2 Wochen lang nicht in seinen Laptop zu schauen. Nicht mal einen Tag. Und das ist, würde ich mal sagen, als Nachteil. Ich würde aber nur mal sagen, dass dieser Nachteil gravierender ist als die Vorteile. Also ich würde ihn immer wieder eingehen und sagen, ja, alles hat halt seinen Preis. Ne? Und ja. Der ist okay. Der gebe ich dir vollkommen recht, gerade auch im Zeitalter der Smartphones. Kann man ja auch schön vom Bett aus die E-Mails checken. Oder jetzt gibt es die Digistore-App, dann sieht man, oh geil, ein Verkauf reingekommen, guckst du mal, was das war. Also das Abschalten fällt schon schwerer. Aber ich gebe dir da vollkommen recht, die Vorteile überwiegen und das ist dann wirklich ein relativ kleiner Nachteil, den man durch das Online-Marketing hat. Ja, wir sind schon bei der letzten Frage vom offiziellen Part. Mich würde nämlich noch interessieren, worauf können wir uns in der nächsten Zeit von dir freuen? Hast du eine neue Software geplant, ein neues Produkt? Trittst du auf Events auf? Hau raus! Ja, ich bin da eher so, ich rede da nicht so viel drüber. Ich lasse lieber kommen. Fakt ist, ich ruhe nicht und ich bin Vollblutunternehmer und ich vertrete schon die Meinung, das, was nicht vorwärts geht, das stirbt. Also das heißt, auch gerade im Softwarebereich muss ständig was Neues kommen, es muss ständig was passieren. Aktuell, so viel kann ich sagen, wir stecken massiv in einem Umbau bei Webinaris drin und ich darf behaupten, es wird das krasseste Update, was wir je hatten. Wir haben über 60 neue Features. Es wird nichts mehr sein, wie es vorher war. Und ich glaube, das zeichnet auch Unternehmen aus, sich immer wieder neu zu erfinden. Weil ich sag mal, die Halbwertszeit von Wissen im Internetmarketing liegt vielleicht bei einem Jahr. Das heißt, wenn du ein Jahr lang nichts dran tust, wird einfach, es funktioniert nicht mehr. Und also nicht, das heißt, es funktioniert nicht, aber ich finde, man muss immer voll am Zahn der Zeit bleiben, was das angeht. Und da freue ich mich drauf. Da steckt richtig Manpower drin. Wir sitzen seit einem halben Jahr drin. Ich schätze mal, ein Vierteljahr brauchen wir noch. Und dann kracht es nochmal richtig. Und ich will einfach dort täglich besser werden. Zu den anderen Projekten sage ich nichts, weil das ist immer geheim. Aber das ist jetzt so erstmal so das größte To-Do der aktuellen Zeit. Okay, hört sich sehr, sehr spannend an. Ich weiß, du gesagt hast, wie gesagt, ich bin nicht so oft beim Sprecher. Ich war beim Ralf mal auf den Affiliate Days, habe ich mal gesprochen. Das war mein erster Sprecher-Gig sozusagen und jetzt auf der Contra beim Tom. Ja, da sehen wir uns dann. Dort bin ich dabei, aber sonst, das sind so die einzigen Sprecheraktivitäten aktuell. Sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Es war sehr spannend. Man merkt, du bist da wirklich mit Herzblut dabei und auch voll der Aktive und kriegst irgendwie so keine Ruhe und versuchst immer up to date zu bleiben. Und ich denke, das ist auch so das Learning aus diesem Interview, dass man wirklich immer up to date bleiben muss und immer am Ball bleiben muss, um wirklich erfolgreich zu sein. Jetzt würde mich noch nicht interessieren, es würde mich freuen, wenn du bei meinem Poesie-Album mitmachen würdest. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich habe als Kind gerne Poesiealben ausgetauscht mit meinen Freunden und ich habe das in meiner Interviewreihe eingeführt, dass wir halt auch so kleine Poesiealbum-Fragen stellen, wo wir halt auch über den Rainer privat ein bisschen was erfahren dann. Okay. Hast du Bock? Ja, mach. Okay, cool. Ja, die erste Antworten. Wer weiß, wie indiskret du wirst. Nee, also so schlimm wird es nicht. Wir bleiben ganz harmlos, ne? Weil mein Daddy guckt ja auch immer zu, ne? Da muss ich lieb bleiben. Ja, die erste Frage ist, was ist dein absolutes Lieblingsbuch? Es kann ein Businessbuch sein, muss es aber nicht. Die 4-Stunden-Woche, Timothy Ferris, klares. Was ist dein Lieblingsfilm? Lieblingsfilm? Sowas habe ich nicht. Hast du nicht?
Filmen ist so, die gucke ich einmal, war geil und dann war es das. Aber ich habe jetzt nie einen Film, den ich irgendwie 10-mal gesehen habe. Also es gibt's nicht. Okay. Und was ist dein Leibgericht? Ich bin extremer Fan von der thailändischen Küche. Also im Prinzip alle Arten von Currys, egal mit was drin. Also thailändisch. Also magst du scharf? Ja, auf jeden Fall scharf. Das ist absolut mein Ding. Okay. Wer ist dein größtes Vorbild? Gibt es in der Form auch nicht. Also ich habe, wie soll man sagen, es gibt immer so Zeitvorbilder, würde ich es mal nennen. Also zum Beispiel in der Versicherung, wo ich war, hatte ich ein Vorbild, sage ich, boah, der macht das Geschäft geil, so will ich auch werden. Und dann schaue ich, wie macht er das. Nach der Versicherung geht's her, lese ich Timothy Ferris, denke mal, Hammer, so will ich's, dann konstruiere ich mein Geschäft zu. Und so kommen halt immer wieder Menschen, die mich inspirieren oder wo ich sage, wow, wie die das machen, das ist geil. Werde ich inspiriert, aber ist jetzt nicht, wo ich sage, boah, einer, der ist es oder so. Okay. Nein. Hast du einen Lieblingsspruch? Nee. Okay. Welches Fach mochtest du in der Schule überhaupt nicht? Englisch. Okay. Ich bin nicht sprachentalentiert, bin eher der Mathe-Physik-Begabte und deswegen war das immer sehr, ja, ist nicht, weil es nicht schön war, aber wenn du halt was nicht so gut kannst und merkst, du bist in der Disziplin nicht gut, dann magst du es auch nicht. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, was ich eben so gedacht habe, du hast ja gesagt, du hast Schule gemacht und bist dann direkt zu den Versicherungen gegangen. Ja. Hast aber eigentlich immer vorgehabt, was mit Software zu machen. Wo hast du denn dein Softwarewissen hergehabt, deine Skills und wie kommt man dazu? Er ist vielleicht falsch ausgedrückt. Ich sag mal so, während der Versicherungszeit, ich wollte immer Unternehmer werden, so wie war klar. Ich hatte aber keine Ahnung, womit. Also ich habe auch mit 18 mein erstes Gewerbe neben der Schule angemeldet. Für mich war immer klar, ich will Unternehmer werden. Ich hatte aber keinen Schnitt, womit. Dachte vielleicht, ich habe viel mit Aktien rumhantiert, dachte in die Richtung. Also ich habe alles ausprobiert. Und Versicherung, das hat sich halt irgendwie so ergeben, so Finanzen und so. Ich habe nur in der Zeit gemerkt, dass es am geilsten für mich ist. Ich habe diese Softwareplattform bewundert. Mich hat Facebook inspiriert, so die Idee, dass da einer was programmiert, das läuft und dachte mir halt, vielleicht irgendeine Plattform so für E-Learning oder so. Das war immer so meine Idee damals, wenn man Kurse gibt und sowas. Also von Software hatte ich keine Ahnung. Ich weiß auch immer heute noch nicht, wie ein Code funktioniert. Mich hat das Geschäftsmodell Software interessiert. Weil das auch das Thema Automatisierung ist. Eine Software kann ich jeden Tag dran feilen, ich kann eine Software verbessern. Es ist wie ein Haus bauen, wo man jeden Tag dran werkeln kann, dass es immer schöner und besser wird. Und das inspiriert mich eher dran, als jetzt, wie soll man sagen, als die Architektur oder das Maurer-Dasein. Mich interessiert mehr so das fertige Haus und dass es auch wirklich top aussieht und funktional ist. Okay, alles klar. Ja, dann kommen wir auch schon zur allerletzten Frage und dann entlasse ich dich wieder. Was möchtest du? Das Poesie-Album. Normalerweise in der Schule wusste ich auch immer so ein Lieblingstier. Und ja, was ist denn dein Lieblingstier? Katze. Katze? Okay, du bist der Katzenfreund. Ich bin eher der Hundefreund, aber auch nur, weil ich total allergisch gegen Katzen bin. Leider. Ist aber auch meine Persönlichkeit, was ich an der Katze so schätze und es ist auch so, was ich auch an Menschen mag, dass jemand einfach so ein bisschen, eine Katze ist halt so du weißt selber, ein Hund, der braucht immer seine Aufmerksamkeit und eine Katze, wenn du willst, die schaut dich mit dem Arsch an und geht einfach weg. Ich mag Menschen, die halt so stark oder eigene Persönlichkeiten sind. Und ich bewundere auch sowas, wenn Menschen irgendwo, ja, auch ihr Ding einfach durchziehen und drauf scheißen, was andere denken und vor allem, was du über sie denkst. Das finde ich immer sehr inspirierend, auch wenn es nicht sozial verträglich ist. Aber solche Menschen sind oft, oder die größten Genies sind sehr eigene Typen. Und sowas schätze ich sehr, wenn jemand so seine eigene Persönlichkeit auslebt und nicht nur auf Rücksicht aus ist. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, dann kommen wir aber jetzt wirklich zur allerletzten Frage. Was möchtest du denn werden, wenn du noch größer bist? gute Frage. Ich habe mir die Frage, ich hatte letztes Jahr so eine Phase,
wo ich so ein bisschen so die Phase hatte, wo ich sage, ich habe jetzt eigentlich alles erreicht, was ich will. Und dann kam so ein bisschen Loch, muss ich ehrlich sagen, weil ich mir dachte, ich habe mir dann nochmal so ein Vierteljahr Auszeit genommen und bin dann eigentlich rumgehangen auf meiner Couch und ich sage, was machst du denn jetzt? Und war ganz schön langweilig. Und mir ist dann irgendwo so gekommen, scheiße, jetzt hast du richtig einen reingekeult hier, hast dir alle Träume, auch alle materiellen Wünsche erfüllt, Konto passt, alles, aber irgendwie war da schon eine Leere, muss ich ehrlich gesagt sagen, und dachte mir, okay. Und das war irgendwie so ein Bruch, wo dann auch gemerkt, wo ich für mich gemerkt habe, ich mache einfach das weiter, was ich hier gut mache und was ich kann. Und das macht mir echt den meisten Spaß. Ich will nichts anderes mehr tun. Und deswegen, also, ich kann nicht sagen, dass ich darauf hinarbeite oder so. Ich mache einfach, was mir taugt. Ja, das ist ja eigentlich perfekt, dass du so zufrieden bist, wie es ist. Ne? Also besser kann es ja eigentlich nicht laufen. Jetzt, du, am Anfang denkt man immer, boah, ja, das Auto, wenn da ist oder so, oder dann, wenn das Geld da ist, ändert sich alles. Und das ist mir so bewusst geworden, oder auch das Learning fürs Leben, es ändert sich nie was. So wie du im Moment bist und drauf bist, so wirst du immer bleiben und das verändert alles überhaupt nicht. So viele sagen, wenn das mal ist, dann werde ich auch das und das. Wenn ich mehr Zeit habe, dann werde ich zum Sport gehen. So eine Scheiße. Das wird sich nie ändern. Entweder gehst du regelmäßig zum Sport, weil es dir taugt, oder ich zum Beispiel, für mich ist es eine Qual Sport. Ich stehe auch nicht auf Sport. Ich mache es halt, weil es man muss. Aber so eine Idee, wenn ich mehr Zeit habe, mache ich auch mehr Sport. Das ist total. Aber du machst es wenigstens. Ich mache es gar nicht. Ich wehre mich auch durch. Und nach zwei Wochen plagt mich dann so das schlechte Gewissen, dass ich denke, aber ich bin eher der nicht, wenn die Leute sagen, boah, jetzt warst du beim Sport und dann isst du eine Pizza, das passt doch nicht. Sage ich, nee, du verstehst falsch. Ich gehe zum Sport, damit ich jetzt endlich wieder eine Pizza essen kann. Also, egal. Aber das meine ich, das ändert nichts im Leben, dass die Leute immer denken, wenn das mal ist, und das wird es überhaupt nicht. Und wenn ich heute nicht meine Wohnung aufräume, dann werde ich sie auch nicht aufräumen, wenn ich ein großes Haus habe. Ja, wenn ich heute nicht zusammenreißen kann, werde ich es auch. Es ist immer so. Und ich glaube, das ist so das wichtigste Learning für mich gewesen. Der Tag jetzt zählt und ist das Einzige. Und so wie du jetzt bist, wird sich nichts daran ändern. Ja, ich finde vor allen Dingen auch die materiellen Dinge, die sind dann am Ende auch gerne mehr so wichtig. Ne? Man hat sich dann vorher immer so ausgemalt, oh, wenn du so und so viel Geld hast, ne, dann leistest du dir das oder das. Mittlerweile weiß ich wirklich eher so die kleinen Dinge zu schätzen, wie dass ich morgens halt bis 10 Uhr pennen kann, wenn ich Bock habe. Dass ich immer da bin, wenn ein Paket kommt, wenn der Postbote kommt, dass ich mit meinem Hund rausgehen kann, wann ich will. Das sind so Sachen, die finde ich viel, viel geiler, weil das fand ich im Angestellten-Dasein richtig ätzend, ja, dass man da wirklich da sein musste und bleiben musste, solange wie du das vorgeschrieben bekommen hast, und jetzt kann man sich das halt alles so selber einteilen. Das finde ich geil. Ja, es ist immer das Ist und die materiellen Dinge, wie du hast so perfekt gesagt. Für mich war zum Beispiel das größte Erfolgserlebnis, oder wo ich immer so dachte, hey, das ist es, ein Sportwagen. Dachte mir, hey, das ist es irgendwie so für den Kerl auch, ein Sportwagen. Und in dem Moment, ich habe jahrelang darauf hingearbeitet, dann war es irgendwann da. Und in dem Moment, wo ich es beim Auto aus abgeholt habe, ich saß drin und es war mega geil, aber am nächsten Tag war es schon, ja, passt. Normal. Ja, es ist immer eine Freude da, aber da merke ich immer, es geht überhaupt nicht um die Sache an sich, sondern es geht einfach nur, ich könnte mir auch als Ziel setzen, weiß ich nicht, weißt du, das ist einfach nur, es geht nur um den Akt, ein Ziel zu erreichen, der dich eigentlich oder mich befriedigt oder happy macht, aber nicht das was eigentlich. Ja, aber ich denke trotzdem, dass es halt wichtig ist, solche Ziele zu haben, ja, weil das motiviert einen. Wie du eben schon sagtest, du hattest dann auf einmal kein Ziel mehr oder kein Ziel vor Augen und hattest dann so einen Hänger. Ich denke, man braucht sowas schon. Aber es ist dann auch nicht mehr so das Wichtigste auf der Welt, ne? Wenn man diese materiellen Ziele erreicht hat. Ich setze mir halt immer so Etappen, wo ich sage, okay, nächstes Jahr möchte ich die Etappe erreicht haben vom Einkommen her, weißt du? Ja. Aber so ein Auto zum Beispiel, ich fand Skoda Fabia, der ist auch mega verbeult und mega verkratzt, aber ich weiß ganz genau, wenn ich mir jetzt ein teures Auto kaufen würde, würde ich direkt wieder gegen eine Mauer fahren und mich ärgern. Deswegen fahre ich den, bis er auseinanderfällt. Ist das so ein Bruchpilot oder was? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe bisher, denke ich, jede Mauer mitgenommen, jeden Baum, den ich mitnehmen konnte. Und ich weiß ganz genau, wenn ich mir ein teures Auto kaufe, ich habe das eine Woche und fahre dagegen. Das ist wie mit einem neuen iPhone. Ich passe dann eine Woche mega auf und dann fällt mir runter Display kaputt. Und deswegen, die materiellen Dinge sind gar nicht so wichtig bei mir. Komm mit deinem Auto mal nicht nach München, bitte. Dann habe ich noch eine Dulle drin. Ja, nehmt euch in Acht. Yeah. Ja. Du wolltest jetzt noch was sagen, gell?
Nee, war nur ein Netz, glaube ich. Achso, okay, war ein Hänger. Ja, Rainer, es war sehr, sehr lustig mit dir und ich danke dir für das ehrliche Interview. Es war sehr unterhaltsam. Wir haben auch viel lernen können. Und ja, ich freue mich, dich auf der Contra zu sehen. Es war cool, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview und ich hoffe, wir hören in nächster Zeit noch viel von dir und ich bin gespannt auf die Webinaris-Erneuerung. Kann es auch sein, die wird der Hammer. Aber dauert noch ein bisschen, aber... Ich bin gespannt. Ja, cool. Vielen, vielen Dank für das Interview. Es war echt mega cool und bis demnächst. Laura, mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.